Was brauchst du? Was hast du zum Handeln? Okay, Müll. Ich habe Isa gesagt, was du wirklich willst. Sie ist ein etwas misstrauisch, aber sie will mit dir reden, sobald sie mit ihrer Arbeit fertig ist. Fantastisch. Ich kann dir nicht genug danken, aber ich kann dir das hier geben. Okay. Vielleicht siehst du jetzt, was das Wort eines Wakefields wert ist. Was? Was ist deine Story? Was machen wir hier? Ich habe mit einem von euch ein Hühnchen zu rupfen. Sein Name war James Wakefield, ein Schatten dir gebannt. James ist sehr knallhart. James ist tot! Hä? Ich habe James gerade getötet! Alter Bruder. Mann, Alter, kann der Typ mal abhauen? Was hier mit den Klos? Platziere Bombe. Okay, Bombe platziert. Da geht's halt auf den Klo hoch. Mir doch egal. Macht nicht so viel Schaden, aber Hauptsache, ich hab die Scheiße. Fertig. So, wo ist der Typ? Nee, warte mal, wo muss ich hin? Sprich mit Ruby. Achso, hier. Im Ingot-Pub. Nachdem die Bomben gelegt worden sind. Machen wir. Also, wir sind soweit durch. Und könnten eigentlich... Und wie läuft der Job? Jo, sind beide gelegt. Scheiße. Ja, genial. Der Boden erzittert unter dir. Das wäre alles. Mal sehen, wie sehr wir das Hornissennest aufgeschreckt haben. Du hast dich als ziemlich nützlich erwiesen. Also sag Harvey einfach Bescheid, wenn du mehr Arbeit willst. Er schickt dich dann direkt zu mir. Okay. Frag Anselm Scanlon im Metropol Hotel nach deiner nächsten Aufgabe. Ich weiß nicht, ob Anselm so begeistert von mir sein wird. Ich befürchte ein wenig nein. So, automatisch, automatisch. Wir leveln euch erstmal alle auf. Und auch dich nochmal. So. Alright. War hier der Pop? Ja. Ja, das wird wohl nicht gut enden. Das wird wohl nicht gut enden. Ach, ich habe mir die Dinger noch gar nicht angeguckt, war, wie es aussieht. So, Anselm. Achso. Ah, zack. Und? Zufrieden? Ich habe Berichte erhalten, dass mehrere Bürger durch Explosionen der von dir gelegten Bomben getötet oder verletzt wurden. Du hättest mehr Schaden anrichten können, aber du hättest definitiv weniger anrichten können. Was vorbei ist, ist vorbei. Zeit für die nächste Aufgabe. Wir wissen, dass die Rebellen mehr planen, also verstärken wir die Patrouillen in der Stadt und brauchen dafür jedes Mitglied der Silberklasse. Du kannst die Gefängniswachen im Keller des Rathauses unterstützen. Wir lassen eine kleine Truppe als Rückendeckung da, aber diese Wachen kennen die Stadt besser als du. Und das Gefängnis ist wirklich sicher. Geh jetzt dahin. Geh ins Gefängnis. Ich muss ehrlicherweise zugeben, wir waren ja schon mal im Gefängnis. Aber ich weiß nicht mehr, wie man da hinkam. Oder wo das ist. Wo ist denn das Gefängnis? Ist das in der Akademie? Oh. Ja gut, es sind Menschen gestorben? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Der war 700 Eingänge. Aber es führen alle zum gleichen Ort, ne? Alle hier in diese Vorhalle. Justin Keen, hast du irgendwas zu erzählen? Ne, was los, Bruder? Hier geht's ja zu dem Kev-Boy, ne? Der wird wahrscheinlich keinen Bock auf uns haben. Ah, der ist gar nicht da. Okay. Verdammt, wo ist denn der Knast? Ist der im Rathaus? So, weil hier ist nämlich nichts mehr.
Oh, diese scheiß Ladebildschirme. Verplemperst so viel Zeit mit Ladescreens? Komm. Ja, ich gehe mal davon aus, es wird schon hier sein, weil hier ist ja auch dieser... Naja. Der Platz, wo schöne Dinge passieren. Also macht es ja eigentlich Sinn, dass hier auch der Knast irgendwo ist. Ich weiß nicht wo, aber wir werden ihn schon finden. Oh, wir können... Ach, hier geht's wahrscheinlich runter. Ah ja, okay. Gold Nugget. First Aid. Jess Karl. Und hier geht's zum Gefängnis. So. Hallo. Geh zum Gefängnis unter dem Rathaus. Bin ich. Okay. Ach, hier ist Gefängniswache. Vielleicht sollen wir mit der reden, weil die müssen ja eigentlich hier weg. Bist du hier, um die Gefangenen zu besuchen? Ich wurde angewiesen, die Gefangenen zu bewachen. Du wirst auch abgelöst. Erleichtert. Erleichtert? Kaum. Du bist Verstärkung, weil die... fast meine komplette Truppe auf Patrouille geschickt haben. Ich habe keine Lust auf ein Schwätzchen. Wenn du dich unterhalten willst, kannst du mit den Häftlingen quatschen. Irgendwas, was ich über diesen Job wissen muss? Behalte sie einfach im Auge. Achte darauf, dass sie nichts Verdächtiges machen. Wir haben keine Schlüssel, also kannst du sie nicht einfach rauslassen. Waffenkammer ist da drüben, aber brauchen werden wir sie nicht. Wen hast du da drin? Weiß nicht, ist mir auch egal. Mein Job ist, sie zu bewachen, mit Essen zu versorgen und sie an die richtigen Agenten zu übergeben, wenn es Zeit für Verhandlungen ist. Was ist das für ein Schimmern um die Zellen? Opalschirm. Unterdrückt Magie und hält sie davon ab, dass sie irgendwelchen Unfug machen. Wie sicher sind die Zellen? Wir sind in dem Rathaus begraben, von Fels umgeben und gegen Magie geschützt. Ich würde sagen, hier ist es sicherer als sonst wo. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Du kannst jetzt gehen. Okay. So, wer bist du? Mürrischer alter Mann. Du bist in Silber, weil die Mächtigen dich da brauchen. Du hast einen Scheiß dafür getan, dass jemand zu verdienen will, zu wissen, warum ich hier drin bin. Ich persönlich bin hier, weil die Leute, die Kalgoorlie beherrschen, von Macht korrumpiert sind. Ich habe die Lüge ihres Systems enthüllt und das ist die einzige Art, auf die sie mich verstummen lassen können. Wie hast du ihre Lügen enthüllt? Auf die einfachste mögliche Weise. Ich habe ihre Tests mitgemacht und sie haben mich in Bronze gesteckt. Bronze? Mich? Welche Lügen hast du enthüllt? Sie behaupten, wir leben in einer Meriota, einer Leistungsgesellschaft, in der wir auch nach unserer Eignung befördert werden. Na, die verarschen uns alle, oder nicht? Es kommt nur darauf an, wen man kennt und wen man einem bläst. Was weißt du über die anderen hier drin? Was haben die angestellt? Dieser Buzzer-Typ, der ist übel. Mit dem würde ich mich nicht anlegen. Diese Stoddard, die ist Forscherin oder so. Slater da drüben ist Händler und diese Goldtussi, keine Ahnung. Die lässt sich nicht mehr dazu herab, mit mir zu reden. Okay. Wer sind all diese... Alle, die dich Genie nennen. Ich habe alle gesagt, ich meine auch alle. Mein Boss, die Jungs in der Kneipe, Verkäufer. Du kommst schon drauf, du Genie, sagen sie. Ach so, wow, okay. Ohne dafür arbeiten zu wollen. Klingt faul, klingt so, als würdest du viel für die Goldklasse halten. Warum willst du dann einer von ihnen werden? Die haben den Bogen raus, was? Luxusleben, keine harte Arbeit, alle machen, was sie sagen. Na, ich habe auch Ideen, aber die hören sie sich nicht an. Arrogante Schweinhunde. Vielleicht können deine Freunde Briefe schreiben und ihnen die Wahrheit darüber sagen, was hier passiert. Behalte die Briefe, veröffentlich sie, vielleicht wirst du berühmt. Nee, schreiben? Was ist das für eine Dürre? Nee, schreiben ist was für dürre, bleiche Sackgesichter. Die glauben, ihnen scheint die Sonne aus dem Arsch. Warum nimmst du nicht deine blöden Ideen, verpiss dich? Jo, alles klar. Du bist nicht mein Mann? Hallo, ich bin Jimmy Slater. Ich würde anbieten, dir die Hand zu schütteln, aber mir tut gerade alles ein bisschen weh. Aber ich schätze, du darfst sowieso keinen Häftling die Hand schütteln, oder? Was kann ich für dich tun? Du bist hier gelandet. Lustige Geschichte, ich bin nach der Arbeit zurück in meine Wohnung gegangen und habe Abendessen gemacht, als es an der Tür klopfte. Es waren zwei von der Silberklasse, die mich über meine ehemaligen Auszubildende Billy gefragten. Ich habe ihnen gesagt, dass ich sie an dem Tag gesehen hatte, weil sie sich Sorgen wegen seltsamer Aktivitäten im Markt gemacht hat. Ich dachte, die interessieren sich bestimmt dafür und sagte, dass ich gerne eine Aussage mache. Sie sagten, das wäre nicht nötig, aber dass ich mitkommen sollte. Ich sagte, dass ich das gerne machen würde, aber erst mein Herd ausmachen müsste. Ich drehte mich um, da kamen sie rein und haben mir die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Dann haben sie mich eingesackt und hier reingeworfen. Aber warum? Was wusste Billy?
Sie sagte, ein Goldtyp wäre zugekommen, der behauptete, ein Beamter zu sein. Er wollte die Steuer des Tages eintreiben und es war 5% mehr als sonst. Sie fragte ihn nur nach einer Kopie der Ratenliste und einer Quittung, damit sie alles ordnungsgemäß in die Buchführung eintragen konnte. Und da wurde er nervös. Also kam er sie zu mir, falls sie etwas zustoßen sollte. Was hast du getan, wenn Billy etwas zugestoßen wäre? Er lacht kurz. Ich hätte gesagt, er geht zu den Behörden. Jetzt? Vielleicht würde ich zum Oberhaupt der Gilde gehen. Aber wenn jemand die Wacht bestochen hat, weiß ich nicht, wem wir vertrauen können. Soll zum Rathaus gehen, das melden. Die Behörden werden dir garantiert aufräumen. Vielleicht kannst du deine Erfahrung aufschreiben. Echt? Und was, wenn die Person, der ich den Bericht gebe, da mit drin steckt? Dann bringen sie mich garantiert um. Nein, danke. Wirst du die blauen Flecken bekommen? Ich habe dem Gesetz vertraut. Na, okay. Kannst du mir was über die anderen sagen? Wusstest du, dass hier eine Wakefield einsitzt? Er scheint ganz nett zu sein, aber nach meiner Zeit mit den silbernen Jungs, will ich mich nur so viel unterhalten wie nötig. Diese Stoddard, die Landvermesserin, scheinbar verdiene ich nicht Respekt, um mit ihr zu unterhalten. Maeve da drüben, wir haben ein paar Worte gewechselt, aber hauptsächlich beobachtet und lauscht sie. Hi Maeve, ich weiß, du kannst mich hören. Und Mason, der hält sich an Stoddards Beispiel, nur hat er nicht das Hirn, um das durchzuziehen. Das stimmt. Ich höre dich auch, Slater. Schnauze halten, Mason. Du bist ein gottverdammter Idiot und alle außer dir wissen das. Okay, wo waren wir? Okay, gut. Bis später. Also auch... Er ist nicht unser Mann. So, jetzt kommen wir wahrscheinlich zu den interessanten Leuten. Rebellenorganisator. Hallo, ich bin Maeve Bell. Ich bin eine politische Gefangene. Du könntest immer noch ein politischer Giftling werden. Ein Kritiker und ein Clown. Komplizenschaft wird dich nicht retten, weißt du? Es bedeutet nur, dass man... dich bis zum Schluss aufspart. Du solltest dich mit den anderen Gefangenen unterhalten. Willst sicher hören, was sie zu sagen haben. Ich warte, wir sitzen ja eh fest. Mann, ich will, dass der Typ sich verpisst. Silberne Maske, der Wache. Achso, ein Wakefield, ne? Kleiner Rat, wenn sogar treue Soldaten hier reingeworfen werden, ist niemand sicher. Pass besser auf. Mann, James Wakefield ist tot! Solltest du nicht die Stadt beschützen? Ja, sollte ich. Wie sich herausstellt, sind Gewissensanfälle in meinem Berufsleben ein Problem. Was hat einen kleinen Gewissensanfall ausgelöst? Hör mal, ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe Befehle befolgt, okay? Unser Job war, hinter die Diplos zu kommen, die Diplomaten, als der zweiseitige Schießstand losging. Das heißt Kampf. Ich dachte, wir zerlegen Bösewichte, Feinde, solches Zeug. Und die ersten Orte hatten diese Riesenmauern, ja? Sahen aus wie Festungen von Kriegsherren. Wir haben die Mauern gesprengt, haufenweise Kugeln verschossen, sind rein. Aber wir haben nicht gegen Kannibalen oder Degenerierte gekämpft, sondern gegen Familien. Eine Stadt voller Unschuldiger zu mauern klingt jetzt nicht für einen Gewissensanfall. Ja, ich komme ja verdammt nochmal dazu. Du wolltest eine Geschichte, du kriegst eine Geschichte. Wir sind zu einer weiteren Stadt und dann noch einer. Und wir haben nicht alle getötet. Ein paar haben wir leben und ihre Kinder hierher bringen lassen. Aber es war nicht, was mir gesagt wurde, dass wir tun. Das war keine Befreiung, das war ein Gemetzel. Das Kranke ist ja, dass alle so dachten. Sie haben uns einen Haufen Scheiße aufgetischt, aber keiner sagte einen Ton. Es hieß, die Goldklasse hat sicher einen Grund und unser Job war nicht, darüber nachzudenken. Aber was für einen Grund kann es dafür geben, normale Leute umzubringen? Die hatten niemandem was getan. Sie haben nur ihr Leben gelebt, so gut es ging, bis wir kamen und alles abgefackelt haben. Dann war dein Gewissensanfall die Erkenntnis, dass du Gräueltaten begehst. Ja, das kann unterm Strich hin. Er kommt unterm Strich hin. Ich kenne eine Menge Typen, die sich das zurechtbiegen. Sie sagen sich, dass sie nur Befehle befolgen, dieses Zeug machen, damit andere es nicht müssen und ein besseres Leben haben. Aber das bin ich nicht. Ich bin zu dem Diplo gegangen, einer von Wakefields mit Jay. Ich weiß immer nicht, was das heißen soll. Keine Ahnung welcher, aber er war ein verfickter Drecksack. Nennen wir ihn Jay-Ratte. Ich erzählte ihm von meinem Bedenken und dass ich keine Unschuldigen mehr töten wollte. Und weißt du, was er gesagt hat? Er sagt, Kumpel, hier draußen gibt es keine Unschuldigen. Jeder ist ein Feind. Bis er das Gegenteil beweist. Ich habe ihn gefragt, ob es auch für die Kinder gilt. Da hat er verdammt nochmal mir eine reingehauen. Ich bin gefesselt, wieder aufgewacht, unterwegs nach Hause. Als wir ankamen, hat sich Jay-Ratte kurz mit dem Kommandanten über die Verweigerung rechtmäßiger und direkter Befehle und das Untergraben der Moral unterhalten. Und zack, sitze ich hier und warte auf meine Verhandlung. Du hast gemacht, wozu du ausgebildet wurdest und dann warst du für richtig jetzt. Immerhin bist du so weit gekommen. Ich bin froh, dass du dich selbst so hast. Du und die Leute, ja, meine Welt, die ist so schwer. Hast so viel Unglück gebracht. Du hast die Häuser meiner Freunde zerstört und ihre Familien ermordet. Was hast du vor, wenn du rauskommst? Gehst du zu den Rebellen? Ich liebe meine Stadt, ehrlich, verdammt scheiße, ich habe genug meiner Seele beim Kämpfen verbraten, oder nicht? Aber es muss sich was ändern, es kann so nicht weitergehen, sonst gibt es noch mehr unschuldige Tote und das Blut klebt uns allen an den Händen. Ich bin froh, dass du sie selbst hast, du und, ich habe keine Entschuldigung. Ich habe keine gute Entschuldigung, ich hoffe nur, dass ich eines Tages einen Weg finde, zumindest ein wenig Wiedergutmachung zu leisten. Hast du, Mann, ein James Wakefield.
Jake Hort ist ein verdammter Mund voll kalter Pisser. Okay. Gut, Tim Mason, Lisa Stoddard. Eine kleine verhärmte Frau? Ich freue mich, dich kennenzulernen, auch wenn... Oh, du bist auch ein Landvermesser. Ich habe deine Zeichnung im Buch gesehen. Ich bin Lisa Stoddard. Wir sind Gildenkollegen, du und ich. Aber jetzt bin ich anscheinend eine Kriminelle. Sprich mit ihnen. Aber ich schätze, hier drin behaupten alle, sie wären unschuldig. Wie bist du hier gelandet? Ich weiß nicht mehr, was ich falsch gemacht habe. Ich bin einfach zurückgekommen, habe Kev meinen Bericht gegeben und kurz darauf wurde ich verhaftet. Ich habe nur meine Pflicht getan. Du sagtest, du hättest deine Pflicht getan. Was für eine Pflicht war das? Ich habe doch gesagt, dass ich Landvermesserin bin. Wir wollten die Umgebung unserer Stadt genau untersuchen. Bis hinaus auf 500 Kilometer. Ich habe mich um einen Teil der östlichen Gebiete gekümmert. Anhand der alten Karte sollte ich erst noch nach Forest und dann nach Kyobish Station. Draußen auf der Null-Aber-Ebene. Ich habe meine Ausrüstung eingepackt und bin los. Aber ich habe es nicht ganz bis ans Ziel geschafft. Nach 300 Kilometern fing ich an, Schlachtfelder zu finden. War irgendwas an den Schlachtfeldern ungewöhnlich? Ich glaube nicht, aber eins weiß ich. Kalgorli lässt möglicherweise keine Soldaten zurück. Egal, ob sie leben oder tot sind. Keine Uniformen, klar. Schließlich sind es Wilde, aber sie hatten ein gewisses Aussehen. Knochen, Leder, Federn, Piercings. Ein paar hatten spitz zugefeilte Zähne. Sie wollten ihre Feinde im Angst und Schrecken versetzen und sie hatten keine Probleme damit zu sterben. Okay, du hast Schlachtfelder und Räuber gefunden. Und dann? Der Feind war tot, schon gruselig genug, aber wenn sie nachts dein Lager angreifen, aus den Schatten im Busch erscheinen und das Licht des Feuers auf ihren Gesichtern flackert, dann sehen sie verdammt aus wie Dämonen. Und ich meine das wörtlich, dass sie aus Schatten erschienen. Sie haben eine Art Magie erlernt, die ich noch nie gesehen habe. Diese Monster schlichen auf mich zu, auf Mord und Schlimmeres aus, und ich wusste, dass wir tot sind. Hast du eine Ahnung, wie es ist, als Köder eingesetzt zu werden? Was meinst du als Köder eingesetzt? Ein Trupp der Kalgorlis Best... war auf der Suche nach dieser Gang. Scheinbar hatten sie mich beim Vermessen gesehen und sich dann entschieden, mit mir schön viel Abstand zu folgen, bis diese Schweine zu mir kamen. Dachten sicher, diese Ostersche sind hungrig. Ich hatte natürlich keine Ahnung, ich hatte Todesangst. Ich habe mir in die Hose gepisst, okay? Und es wurde nicht besser, als die Köpfe der Räuber anfingen zu platzen. Das waren nur 5 Minuten, aber es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Und dann zeigten sich die Soldaten. Macht Sinn, schätze ich. Wenn ich hier das Sagen hätte, würde ich diese Bevölkerung nicht durch Gerüchte über Krieg nervös machen. Vielleicht solltest du mal mit Kev reden. Ihr zwei scheint einiges gemeinsam zu haben. Was passierte, nachdem du die Soldaten auftauchten? Die waren natürlich total mitfühlend, sagten, dass sie die Gang überraschen mussten. Aber entschuldigt haben sie sich nicht dafür, dass sie mich überhaupt erst in diese Situation haben stolpern lassen, obwohl sie mich schon von Weitem gesehen haben. Sie konnten ein paar Soldaten erübrigen, um mich nach Hause zu eskortieren. Ich habe einen Bericht geschrieben und den Kev persönlich übergeben. Eine Stunde später stand die Polizei vor meiner Tür und jetzt bin ich hier. Damit ich das richtig verstehe, du hast ein paar Soldaten und Räuber gesehen und dann wirst du verhaftet? Das macht doch keinen Sinn. Das dachte ich auch, aber vielleicht habe ich da keinen Sieg unserer Soldaten gesehen, sondern ihre Schwäche. Die mussten mich benutzen, sie konnten keinen von ihnen einsetzen. Darum glaube ich, dass die Schlachtfelder, die ich gefunden habe, die Ausnahme waren. Dass die meisten Kämpfe von Untoten von Guerilla-Überfällen stammen. Was, wenn wir verlieren? Was, wenn die Räuber im Osten stärker sind als gedacht? Sie können Magie einsetzen, das weiß ich jetzt. Und vielleicht ist das ein Grund, warum ich hier bin. Damit sie die Nachricht nicht verbreitet. Das ist eine beschissene Situation. Und das war's. Das ist die Geschichte. Wenn du sie rumerzählen willst, nur zu. Weil das hier nicht die Stadt ist, für die ich sie gehalten habe. Ich kann sie nicht verteidigen, wenn sie Bürgerinnen und Bürger so behandeln. War eine davon namens Lynn Hensen? Oh, du hast Lynn getroffen? Oh, die ist tot, ne? Sie ist echt interessant, oder? Ehrgeizig, knallhart und unfassbar voreingenommen. Super in ihrem Job. Weniger super als Mensch. Okay. Ich muss los. Bewache die Gefangenen. Ich gehe mal kurz raus, gehe wieder zurück. In der Hoffnung, dass diese scheiß Gefängniswache endlich weg ist. Wieso stehe ich denn jetzt hier? So, ist der Typ jetzt endlich mal auf seiner Patrouille? Mann, du bist ja immer noch hier! Hä? Hä? Ich verstehe es nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Mache die Gefangenen und sprich mit ihnen. Okay, ich habe mit allen gesprochen. Ach so,
Du hast mit den anderen gesprochen. Du weißt, dass sie unter fadenscheinigen Vorwänden hier festgehalten werden. Vielleicht weckt das dein Mitgefühl, vielleicht nicht. Aber ich hoffe, dass meine Worte ein empfängliches Publikum finden. Du siehst aus, als wärst du nicht von hier. Das bedeutet, du machst die Drecksarbeit für eine Stadt, die dich nicht mal als Mensch sieht. Und es bedeutet, dass in der Stadt etwas vorgeht, das unsere üblichen Gefängniswärter woanders beschäftigt. Ich möchte annehmen, dass dir eine bessere Zukunft versprochen wurde. Sicherheit, Schutz, dieses ganze Zeug. Was, wenn ich dir sage, dass diese ganze Grundlage eine Lüge ist? Was würdest du sagen, wenn du herausfindest, dass du hier keine Sicherheit findest, keine Freiheit im Geist oder in Taten. Nur eine Ansammlung von Teilen für eine Maschine, die von einer Kabale Wahnsinniger und Fanatiker betrieben wird, mit einem Ziel, das bösartiger ist, als du dir vorstellen kannst. Hör mal, ich würde dir gerne helfen, aber ich habe die Schlüssel nicht und habe keine Möglichkeit, die Zellen zu öffnen. Lustig, dass du das erwähnst. Du sagst mir, du brauchst Schlüssel, um die Türen zu öffnen. Vielleicht bist du davon überzeugt, dass du Schlüssel brauchst. Wir könnten darüber diskutieren, um uns ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Warum glaubst du denn, ich würde eure Anführer hassen? Kann nicht behaupten, dass es mir gefällt, wie deine Stadt geführt wird. Scheint auf den ersten Blick ganz nett, oder? Öfter darfst du dann aber nicht hinschauen. Warum glaubst du denn, ich würde eure Anführer hassen? Warum sitzt du dann hier? Aufwiegelung. Oder genauer gesagt, Verdacht auf Aufwiegelung. Ich habe im Ivanhoe-Förderturm gearbeitet, wo die Funkausrüstung für die gesamte Stadt untergebracht ist. Wegen meinem Rang und meiner Position hörte ich Berichte von der östlichen Front. Der Krieg läuft schlecht. Der Feind dringt vor. Der einzige Grund, warum sie noch nicht vor unseren Mauern stehen, ist ihr Mangel an Einigkeit. Und bis dahin hat Kefti Wakefields ausgesandt, um im Umkreis von 100 Kilometern Siedlung zu versammeln oder zu vernichten. Ich setze die Puzzleteile zusammen. Etwas Großes steht kurz bevor. Ich habe den Fehler gemacht, mit jemandem über meinen Verdacht zu reden, den ich für einen Freund hielt. Dummerweise war der ein Informant. Ein Freundformant, sozusagen. Wenn Freundformant die Art Witz ist, die du regelmäßig machst, überrascht es mich nicht, dass du im Gefängnis sitzt. Okay, ich reagiere jetzt mal nicht. Okay. Warum glaubst du, dass ich eure Anführer hassen? Die Stadt scheint doch ganz nett. Warst du in irgendwelche aufrührischen Aktivitäten verwickelt? Hör mal, glaubst du, ich würde irgendwas davon zugeben? Besonders wenn ich weiß, wie der Spionagechef hier arbeitet? Nee, ich habe so eine weiße Weste, dass man davon blind wird. Okay. Dann sitzt du hier also. Warum glaubst du, dass ich Anführer hasse? Das Wörtchen scheint ist hier viel wichtig. Ist hier wichtig, Kumpel. Verhandlungen? Klar doch. Erzerren die mich einfach hinter die Schuppen und jagen mir eine Kugel in den Kopf, damit ich dieses ketzerische Gedankengut nicht mehr verbreite. Oder wir warten einfach ein paar Sekunden und sehen, was dann passiert. Oh, es rumpelt wie beim Erdbeben, dann blendet dich ein greller Blitz, Steine fallen um dich herum zu Boden. Sieht aus, als wären meine Freunde hier. Wir kümmern uns auf den Weg raus um die Wachen. Du musst dich jetzt entscheiden. Bist du auf unserer Seite oder auf Kevs? Eure Seite natürlich. Gute Entscheidung. Verschwinden wir. Debug. Kampf beginnen. Okay, das sieht jetzt nicht nach einem... Nach einem allzu heftigen Kampf aus? Ich könnte vielleicht das Ganze schaffen. In einer Runde, mal gucken. Alter, die Waffe ist so OP mit ihr, ne? Verfehlt, hör auf. Alter Verwalter. Dann muss ich irgendwie noch einen Schusswinkel auf ihn kriegen. Okay, da ist eine Deckung im Weg. Oh, verfehlt. Das ist natürlich ärgerlich für ihn. Und das war's. Die Verstärkungen sind sicher schon unterwegs. Wir müssen die Überlebenden hier wegbringen. Sie wirft ihren Blick zu. Ihren Rettern sagt sie, nicht diese Typen. Ich habe ihn mit den anderen Gefangenen belauscht. Der steckt so tief in Kevs Arsch, dass er ihm bald zum Mund rausschaut. Dem kann man nicht trauen. Komm schon, ich habe nur Spaß gemacht. Nachdem ich an deiner Seite gekämpft habe, das ist der Dank dafür? Nein, dein Dank ist, dass wir dich nicht umbringen. Wir können es uns nicht leisten, jemanden wie dich mitzunehmen. Wer kann schon absehen, wann du uns verrätst, weil du glaubst, es wäre das Beste für dich. Alles klar, sprengt die Tunnel. Okay. Gut.
Ich habe von der Katastrophe in meinem Gefängnis gehört. Du denkst bestimmt, ich würde dir die Schuld dafür geben, aber die Wahrheit ist, ich gebe sie mir. Ich dachte, unsere Verteidigungsanlagen wären sicher. Zum ersten Mal klingt er fast aufgeregt. Ich muss zugeben, ich bin sehr neugierig. Wer waren diese Gefangenen und warum waren sie so wichtig? Ich habe dazu keine Aufzeichnung. Geh für mich zurück zum Rathaus. Suche in den Kellerarchiven die Gefangenenakten. Bring mir die Informationen. Das sollte relativ einfach sein. Wenn du auf Probleme triffst, reagiere entsprechend. Sollte Gewalt nötig werden, dann sei es so. Wir waren bis jetzt sanft. Geh. Der Typ ist sehr vertrauenswürdig, ne? Es geht irgendwie alles im Bach runter. Und ja, ist ein entspannter Typ. Vor allen Dingen, dass er uns einfach so vertraut, finde ich gut. Ich weiß übrigens nicht, ob es anders wäre, wenn ich den Test anders bestanden hätte. Weil er ist ja super von mir überzeugt, ne? Na gut. So, Charisma. Nein, ich würde gerne Intelligenz haben. Warte mal, mach mal zurück. Ja, und mehr kann ich eh nicht machen. Okay. So, hier machen wir wieder Randomized. Also die Kämpfe laufen gerade exorbitant gut, muss man halt wirklich zugeben, ne? Okay. Gut, dann machen wir morgen an dieser Stelle weiter, würde ich sagen, ne? Und dann gucken wir mal, was uns in den Archiven unterm Rathaus noch erwartet. Bis dahin, meine Lieben, adieu!